Was geht ab, Freunde? Willkommen auf Assetto Corsa. Ich bin Marcel und wir befinden uns jetzt im Porsche 962C. Aber nicht die Startversion von Kuno, sondern die gemoddete Version von LTK, also von LTK. Den Link zum Mod kann ich euch in der Videobeschreibung packen. Und ich möchte einfach nur gerne mit euch eine schnelle Runde Nordschleife fahren. Mit Haschhaltung, mit Gasbremse, Kupplung und Zwischgas. Und los geht's. Sabine Schwitzkurve. Und jetzt geht's erstmal runter zum Hatzenbach. Ich freue mich so auf den Porsche. Der hat so einen geilen Sound. Wenn der Turbo einmal hochspult, dann ist Ende im Gelände. Der Porsche lebt ja von seinem aerodynamischen Grip. Ja, mechanischer Grip ist nicht so viel vorhanden. So, mittelbarer Höhe, jetzt geht's hoch zum Flugplatz. Vor der Kuppe bremsen. Das mit der Nase ganz leicht und hebt ab. Und jetzt Vollgas. Ich hoffe, ich überlebe die Runde irgendwie. Schwedenkreuz, hier ist die Kuppe. Arenbergkurve. Arenbergbrücke und runter zur Fuchshöhe. Kurz in den Begrenzer gewesen. Könnt mitnehmen. Boah, das Lenkrad schlägt hier wild. Auto damals ohne Servo. Sachte raus beschleunigen. Das ist wirklich sehr anstrengend, das Auto schnell auf den Nordschleifen zu bewegen. Unter den dritten. Gut, den dritten wieder in den zweiten runter. So, die Stelle links, rechts. Auto setzt auf. Miss, hit, miss. Daraus wird eine Miss, Miss, Miss. Runter in den zweiten. Verseifen, die langsamste Stelle der Nordschleife. Jetzt geht's zur Breitscheider Brücke. Schöne Stelle als Zuschauer. Jetzt hier wird das Heck ganz leicht hier oben. Genau das meine ich. So, hier ist die Laura links. Und Bergwerk und Kesselchen, alles fett und voll. So, die 300 knacken wir jetzt auf. Ah, doch nicht doch. Steilkurve. Auch eine sehr langsame Stelle. Wie gesagt, der Porsche rutscht über die Vorderachse. Bei langsamer Geschwindigkeit. Hier schalten wir nur kurz in den dritten und jetzt wieder runter in den zweiten und sachte reinfahren. Mir ist alles gequietscht und wackelt. Ja, Scheitelpunkt verpasst. Immer noch zu schnell gewesen, auch wenn es sich sehr langsam anfühlt.
links den Körper mitnehmen, rechts den Körper mitnehmen. Wippen an. Die Kurbel fährst du jetzt blind. Und jetzt geht's runter zum Brünnchen. Kurz den zweiten schalten. Bleiben im zweiten. Hier sachte raus beschleunigen. Den Körb meide ich. Auto setzt hier sofort auf. Und jetzt geht's zum Pflanzgarten 1, den ersten Sprunghügel. Oh, der Porsche ist hier auf der Nordschleife echt ein Abenteuer. Kurz in den vierten. Das Karussell. Und Galgenkopf. Letzte Kurve vor der Döttinger Höhe, der längsten Graben. Dreieinhalb Kilometer, nur geradeaus. Wir haben es gleich geschafft. Wir waren noch 18, wir waren noch 19, wir waren noch 20. Auto setzt auf. Oh, okay. Oh, wir haben es geschafft. Also ich kann euch diese Motte nur empfehlen. Eigentlich ist das immer noch alles auf Basis des Kunos-Fahrzeuges. Außer die Texturen, die sind alle richtig frisch gemacht. Das Interieur ist alles neu gemacht. Du hast sogar ein Skidpack in 8K dabei. Also, der Sound ist der gleiche geblieben, das Force Feedback auch. Auch die ganze Musik dahinter. Ist ein sehr schönes Auto zum Fahren, kann ich euch nur empfehlen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin durchgeschwitzt, ich werde mich erstmal abtrocknen müssen. Dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.